14. Wie alt ist man denn mit 14? So, an die Neuen. Wir gucken uns jetzt das neue Video mit Frieda an. Von Monte und Tommy. Ja, ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass ich in dem Video zweimal drin bin. Wir gucken uns das mal an. Ich weiß aber nicht wann. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Weil das halt mit Tommy ist. Wahrscheinlich hat Tommy da über mich geredet. Tommy, guter Mann. Super Typ. Ich war auch im Chat. Vielleicht bin ich auch drin. War das gestern oder was? Ja, ne? Oh, Sydney, ja. Moin. Wie geht's? Wie steht's? Jetzt müssen wir das Stück drüber rutschen oder was? Ja, setz doch die Cap auf. Du sahst doch fresh aus damit. Ellie Geller, der Hund. Also hast du es eigentlich mitbekommen, dass es so ein Running Gag jetzt geworden ist? Dass alle immer sagen, oh, Monte hat ja einen coolen Cousin. Hallo, Mensch, danke für den Zapf. Soll ich lauter machen? Ernesto. Tag. Was denn? Ernesto. Machen Sachen. Wie geht's Ihnen? Wir reagieren gerade auf Monte-Video. Habt ihr schon angefangen? Ja, aber schick mal Link. Erst. Warte. Wer ist der Linke? Also hast du es eigentlich mitbekommen, dass es so Daniel, ein Running Gag jetzt geworden ist? Dass alle immer sagen, oh, Monte hat ja einen coolen Cousin. Tommy hat einen coolen Cousin. Also, cool. Also du sagst, Streben nach Glück ist Quatsch, damit ich das nochmal so verstanden habe. Eine 7. Okay. Ich glaube, mir hat da was gefehlt am Ende oder so, irgendwas Cooles. Also, und was, ja. Was ist eine 10 von 10 für dich? Cars. Interstellar. Ja, aber Digga, wer was gegen wer sagt, Interstellar ist kein guter Film, der kann diesen Kanal gerne deabonnieren, der kann mich auf Instagram noch blockieren und der kann überall bitte das Weite suchen. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt Bock auf einen kleinen Streamerino. Also, um The Last Key, wie heißt das davor? Die Reihe. Zu sagen, Tommy hat mir erlaubt, heute bei ihm zu streamen. Weiß nicht. Was hast du jetzt Sand in der Mumu oder was? Was? Was ist jetzt dein Problem? Die ganze Zeit nährst du, dass du streamen willst, chillen willst und jetzt sitzt, sitzt da wie ein nasser Sack. Na, ich mach mich gerade aggressiv, dass da über diese Ausrufezeichen sind. Ja, wahrscheinlich. Keiner schreibt es rein, danke. Du bist echt ein cooler Onkel und ich küsse dir deine Füße. Also das mit einem coolen Onkel nehme ich hin, dass wir den Füße küssen. Nein, danke. Onkel, warum bist du ein cooler Onkel? Ja, ist wahrscheinlich, weil ich auch ein Onkel bin. Er meint, wie was? Für wen? Das heißt, Digga, ich dachte auch, dass er sein Onkel ist, ne? Das dachte was ich nicht. Was ist er denn von dem? Cousin. Das ist sein Cousin. Das ist einfach Cousin. Ich dachte, das wäre auch sein Onkel, Chat. Insidious war's, okay. Finde ich, keine Ahnung. Ja, warte mal, Insidious war aber gut, der Film. Ja, ich sag doch, Insidious Last Key war nicht schlecht. Der war gut, ja. Insidious Last Key war nicht schlecht. Erster Teil war Quatsch. Für das Kind, was da einer meiner Schwestern bekommt. Also willst du sagen, ich bin kein cooler Onkel, nein, oder was? Nein, habe ich nicht gesagt. Besser ist es. Denken so viele, dass du mein Onkel bist. Das dachte ich auch. Aber in die Realität ist nicht mit dem Altersunterschied, oder was? Vater. Ja. Nee. Kurzer Zwischenstand. Cousin ist von deiner Mutter. Die Eltern, die beiden Eltern von denen sind geschwistert. Also der Vater. Ja, genau. Von deiner Mutter, die Schwester hat ein Kind. Das ist dein Cousin. Ja, die Eltern sind geschwistert. Und der und ein Onkel und ein Onkel ist von deiner, sagen wir, meine Schwester kriegt ein Kind. Dann bin ich der Onkel. Genau. Warte mal, wann ist denn Neffe? Neffe ist von der Tante. Von der Schwester der Sohn. Nein, wir. Das, also du bist der Onkel von ihm und er ist dein Neffe. Ah, perfekt. Okay, gut. Ja, ja. Okay, haben wir es geklärt, Chat. Haben wir geklärt. Aber Familienstammbaum geklärt. Ich war schon mit 6 Onkel, ohne Sinn. Mit Zahnlücke. Also? Okay, gut, ich hab's verstanden. Du bist mein Vater? Ja, du hast doch noch nicht mal Samenfluss, Digga. Was willst du mir erzählen, Alter? Ich bin dein Opa. Wie alt ist Tommy? 13. Hat man da? Ich glaube, ich hatte mit 14. 7. Klasse. Ich weiß noch, erste Mal. Aber ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, Digga. Ich war so. Ich, ach so. Was? Aber man lernt in der Schule, dass man einen Samenerguss hat. Ja. Wo lernt man das? Und dann hat man, dann ist was passiert im Bett. Hat's Digga, ich habe mich so gefreut, ne? Ich war 14. Hattest du das im Bett? Nein, beim Würgen. Beim ach so, ja, bei mir auch. Ich habe selber erzwungen. Ja, ich auch. Ich habe die Initiative selber ergriffen. Okay. Und dann halt, ich habe mich so krass gefreut, Chat. Kennt ihr den Film, das kleine, wo er das abfotografiert und sich voll freut? Wer diesen Film kennt, super Film. Ja, nee, was bei dir? Nie gesehen. Das kleine übertrieben das. Ja, nee, wie war's bei dir? Dafür ist nicht. Was bei dir? Boah, ich weiß es selber nicht mehr. Ich glaube, ich habe es selber erzwungen, aber okay. Es ist nicht passiert, als ich aufgestanden bin und da war alles nass. Ja, ist ja, ja Quatsch, Digga. Bei wem passiert es denn da, Digga? Was erzählen die denn da in der Schule? Hab ich ja noch nie gehört. Chat, bei wem ist das bitte schon mal passiert? Also bei wem war es so, dass er aufgestanden ist? Das geht ja gar nicht, hä? Das ist doch Quatsch. Aber so wird es einem mehr gebracht in der Schule. Das ist Quatsch. Vielleicht hast du was im Traum gehabt und dann quasi virtuell. Ach, bei mir? Nee, selbst beim Würgen. Echt jetzt? Hä, wie komisch. Wetter zwingt es selber, wenn es bei euch schon nicht war. Ich bin aber ganz gut. Ja, war ganz gut gehalten, Digga. X-Odel mit einem 5er dabei, welches ist besser? MW2 oder MW3? Tommy? MW3. 2. Ja, aber er will jetzt seine Meinung wissen. Was ist besser? MW2 oder MW3? MW2.
Digga, ich habe beide, ich muss sagen, ich habe beide Spiele absolut gesuchtet. Ich glaube sogar MW2 war auch besser vom Spiel, aber bei MW3 habe ich viel mehr Freunde gehabt, mit denen ich spielen konnte. Das war halt bei mir 7., 8. Klasse. Digga, wow, was ich da angestellt habe, Freunde, da ist man nach Hause gegangen, hat den ganzen Tag Call of Duty MW3 gezockt. Was denn? Ich wollte immer Level für dich erreichen. Also, ich verbinde mit beiden Spielen mit so viel. Ich könnte mich, voila, Pabila, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Voila, Habila. Genau. Digga, wie alt war denn Tommy? Was will er mir erzählen? Wie alt war denn Tommy? Nein, ne? Digga, das war MW2, Chat. Wie lange war das her? Ich hab 2009, 2010 so. Ich hab da Pokémon gespielt. MW2, da war ich in der 5. Klasse. Fünfte Klasse. Warte mal, wie alt ist man in der 5. Klasse? Perfekt. Oder Agatha, als ob. Ich will Agatha mal sehen. Wer ist das? Also ich glaube, das ist der Dings, der Aquarium sauber macht. Voila, Pabila, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Tommy meint doch, er hat keine Ahnung. Achso. Genau. Ich würde fast sagen, dass MW3 besser war als MW2. Und würde ich glaube ich auch sagen. Welchen Grund? MW3 mit dem Spezialistenbonus war einfach die absolute Liebe, Digga. Black Ops 2 besser Teil. Digga, soll ich dich dafür timeouten oder was? Die Frage ist hier MW2 oder MW3. Was juckt mich jetzt deine Black Ops 2 Meinung, du Hund? Kleine Geschichte. Auf dem Weg nach Hause habe ich schön laut Musik im Auto gehört mit Tommy. Und Tommy hat erstmal das Ding genutzt zugunsten der Stunde und hat laut gefurzt. Ich habe es natürlich nicht gehört, weil die Musik laut lief, aber er hat so gestunken, Digga, im Auto, aber ich habe nichts gesagt, ich habe Fresse gehalten, habe Musik weitergehört, habe nichts gesagt und als wir dann angekommen sind, meinte ich ihm, Tommy, wenn du noch einmal bei mir im Auto furzt, dann gehst du den Rest zu Fuß. Ich hatte ja schon wieder die Maske runter, ne? Und dann habe ich die extra dafür nochmal. Was hast du? Was hast du dann gesagt? Der war ziemlich laut, aber die Musik war lauter. So ein. Ich habe dann die ganze Zeit meinen Nasen zugehalten. Interessiert Zeit niemanden. Schön. So ein Forza, der hat aber gut gestunken. Elia, Chris, M10 und Elias, danke schon für die Subs. Also dem hätte ich schon eine gute Zensur gegeben. Bist du ja nicht stolz auf ihn? Ich wäre stolzer, also ich war ein bisschen sauer, weil er ihn so heimlich rausgepresst hat. Hab ich und nicht. Digga, ich finde, er wirkt gar nicht wie ein Onkel. Ich finde, er wirkt wie ein großer Bruder, finde ich persönlich. Das ist nicht, Onkel ist noch ein bisschen so... Nein, Junge, ich bin auch Onkel von X the Quicks, Junge, weißt und du, wie wir reden? Aber Bruder, das fühlt sich eher an wie ein großer Bruder, also wie die reden irgendwie. Der hat gar nichts, das Einzige, was du angehoben hast, keine Ahnung, Digga. Ach, schade eigentlich. Ja. Du hast gar nichts, jetzt sei ehrlich, du hast nichts angehoben. Doch. Nein. Ich habe Parfüm drauf. Parfüm. Ja, alles klar. Bist du durch, oder was? Ja, ich bin sogar durch. Okay. Zieh Tom. Guck mal, ob du ein bisschen weiter ziehen kannst. Alles klar. Ja? Gut, alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Achso. Stopp. Bitte lass. Und dann nicht verbannt werden, ja. Achso. Komm her, du holst jetzt ein Ding ab. Wie in den alten Zeiten, Digga, wenn jemand frech geworden ist. Komm jetzt her, hol dir dein Ding ab. Wenn du wegläufst, machst du es schlimmer. Achso. Ich hab gar nichts gemacht. Komm her, wenn du jetzt wegläufst. Ich hab gar nichts gemacht. Hast du es nicht doppelt so toll? Er ist nicht dein Onkel. Achso. Er ist dein Cousin. Ach, scheiße, Digga. Vergiss hast du wieder Onkel gesagt, oder was? Ja, es ist ja. Cousin, ich vergesse es die ganze Zeit. Cousin. Wenn du... Was hab ich getan? Bannen komm in den alten Zeiten. Machen wir das Bein dahin. Du machst jetzt das Bein dahin. Also ist Tommy nein. Jetzt ein Neffe. Nein, würde ich niemals machen, Digga. Warte mal, ich habe noch eine kurze Frage. Wenn ich dir on stream so richtig schön in die Fresse treten würde, würde ich einen Bann dafür kriegen? Chat? Ich glaube nicht. Chat? Je nachdem, ob der blutet oder nicht, oder? Ja, halt so ein zentraler Tritt ins Gesicht. Mit viel Anlauf. Erstens kommst du nicht so hoch mit deinen kurzen Stelzen. Oh. Das liegt daran, weil du 4 Meter groß bist, großer. Deswegen. Ja, das ist pathisch. Das ist pathisch. Und eins führt eins zum anderen. Körperverletzung. Ja, das ist Gewalt. Ja, okay, aber Gewalt ist ja auch zum Beispiel... Ja, okay. Ich habe mich heute schon mindestens 10-mal geschlagen ins Gesicht. Ja, okay, gut. Weiß ich Bescheid. Nicht, wenn der Stream an ist. Ich habe gelernt. Das machen wir, wenn der Stream off ist. Aha. Dass ich im Stream abgeholt werde. Hast du recht, ja. Gruß hey, Monte und Tommy. Ich hoffe, dass ihr Weihnachten gut überstanden habt. Hier ein kleines Geschenk für Tommy. Bleib gesund und mach bitte weiter so, wie du bist. Für Tommy. Kleines Geschenk für mich. Prost, ja. Oh, hallo, moin. Guten Tag. Ich hab das Gas früher, wenn das auch mein Vater so. Wenn die hier Gerd, wenn die das hier so einklemmen, ne? So eure Hände, das hier. Ja. Dann die gehen so übereinander, deine Finger. Ja. Das war richtig ekelhaft. Wer kennt das denn? Elis Gesicht ist schon genug Gewalt für Cam. Ja, plus eins. Feuchte Hände drauf. Mann, Na, direkt doch, du bist doch ein Mann. Wir sind so hier. Komm, gib Handshake. Tommy und ich sind so.
Wie wir mit EA sind. Ich sitze Zigeunersohn mit 15 Euro dabei. Kuss an dich und Tommy. Danke, Kuss. 10er für den Herrn am Aquarium, 5er für Monte und 5er für Tommy. Grüße an die Community. Das ist nett gemeint, aber deine Rechnung geht nicht auf, weil ich 10 Euro als Finanzamt geben muss. Und wenn ich jetzt den 20er verteilen würde, würde ich Minus machen. Das kann ich leider nicht so machen. Ach so. Aber kannst davon ausgehen, dass der nette Mann, der am Aquarium war, auch dementsprechend schon, bevor er losgegangen ist, ein Trinkgeld bekommen hat. Und Tommy kriegt gar keinen Cash von mir, der kriegt nicht meinen alten Schreibtisch. Den kannst du in Geld nicht aufwiegen. Bist du dankbar für den alten Schreibtisch? Ach so. Ja. Lord Skywalker mit 4 Euro bis zu einem. Habt ihr gesehen? Nicht aufwiegen. Ach, denk mal stark. Flo Gral. Lord Skywalker mit 4 Euro bis zu einem. Tommy, du Hund, der wird weggemacht. Ich hab aber gerade was vorgelesen. Wow. Sein Mund. Immer. Er macht Hände hoch. Lord Skywalker mit 4 Euro. Bist du eigentlich Star Wars Fan? Und meine Mom hat sich dein Buch und Pulli und Cap bestellt. Kam heute an. Star Wars habe ich noch nie in meinem Leben geguckt. Also nein, das ist geil. Hey, habt ihr Star Wars geguckt? Digga, ich muss sagen, ich habe vorhin schon drüber geredet. Das ist die einzige Filmreihe, wo ich wirklich keine Ahnung habe. Ich habe ein paar Filme vereinzelt geguckt. Du kennst jeden scheiß Film, aber du kennst nicht Star Wars. Star Wars habe ich wirklich nicht geguckt. Aber ich kann auch nicht Star Wars. Guck dir das mal an. Fang mal an. Ich verstehe die Geschichte schon. Meine Mom hat sich dein Buch plus Pulli plus Cap bestellt. Kam heute an. Cap und ein Pullover hängt und mein Buch liest. Ist eine bisschen komische Vorstellung, Digga. Aber Digga, hier steht für Gönn. Mach kein Auge. Kurz an deine Mami. MW3 war die Community geiler, MW2 das Gameplay, meine Meinung. Ach, Digga, MW2 und MW3, da eine Diskussion loszutreten, was besser ist, finde ich extrem schwierig. War beides gut? Ja, Tommy. Digga, das waren ganz andere Zeiten, Tommy. Ja. Nur, ich geb dir mal ein Beispiel. Digga, das war so cool früher, Chen. Das war so schön. Hat dir auch Mock gemacht. Ja, Mann. Freunde, könnt ihr nicht... Warte mal, ich guck jetzt nach. Ganz kurz, ich muss mal kurz zwischengrätschen. Ich guck jetzt nach, wie viele Leute gerade live Cold War spielen. Digga, früher, Chen, es Cold War spielen als neues Call of Duty, Digga. Als neues Call of Duty spielen es gerade 22.000 Leute. Siehst du das? Hier auf Twitch. 22.000, Freunde. Also streamen das sozusagen. Nicht spielen, sondern streamen. Ach so. So, mal zum Vergleich, Digga. Fall Guys zocken gerade 40.000. Die haben so reingeschissen, Call of Duty. Und die dass sie das auch nicht checken, ist das Problem. Fall Guys 4.000? Ja, Fall Guys meine ich ja 4.000. Nicht einfach. Wir schreiben voll viele wegen neue Season, sodass es cool sein soll. Freunde. Ja, sollen wir mal wieder antesten? Lass mal gleich in Fall Guys rein. Nah. Was ich sagen muss... Mach mal ein paar Sub-Wetten in 4, ich habe mich versprochen, Chat, nicht 40. Was ich damit sagen will, ist, dass Call of Duty so krass verkackt hat einfach. Früher hat das so Bock gemacht, Chat. Man hat gesucht und wenn du gut warst, du hast deine Gegner zerberstet und die sind nicht rausgegangen. Und du hast dann voll viele Runden gehabt, wo das richtig Bock gemacht hat. Das Leveln, die Waffen, die Maps. Das war richtig geil früher. Digga, hier mittlerweile, du musst dir ja irgendwelche Tutorials angucken, Gamer Grip und dir irgendwelche, weiß ich nicht, Digga, komischen Scuffs. Jeder ist am Schwitzen. Digga, aber damit du mit jetzt kommen nur YouTuber, die sagen, ey, schwitzt mal. Ja. Sind am Schwitzen. Ja, ist wirklich wegen YouTube. Digga, früher, ich hab am Fernseher meinen Ton angehabt und ich dachte, ich kann Leute hören. Fortnite 180. Früher auch keine Zeit. Fortnite macht. Ist gerade irgendein Fortnite-Turnier? Nee. Es sind noch jeden Tag Turniere geführt. Ja. Fortnite 180. Ist aber kein Turnier mehr. FIFA 80. Ey, du hast doch letztes Mal Fortnite gespielt, oder nicht? Sei mal ehrlich, die ersten zwei Seasons waren noch viel geiler, oder? Ja, ist ja auch. Digga, Fortnite ist auch nicht vergleichbar mit früher. FIFA ist gerade 83.000, aber heute ist ja was heute für ein Tag, Digga. Heute ist Mittwoch. Neues Team of the Week kam raus. Ja, also meistens wird hier immer so... FIFA ist eigentlich immer so am Wochenende über 100. Digga, Rocket League 38.000, warum kommt das jetzt wieder? Rocket League ist das Autofußball, oder was? Digga, Call of Duty Warzone 230.000. Das ist was anderes. Das check ich nicht. Warzone. Einfach mehr als Fortnite, als Battle Royale spielen. Warzone? Ja, weil diese ganzen Gamer irgendwas weg. Da kam da irgendwas Neues jetzt raus, oder nicht auch? Ist kostenlos zur Zeit. Ach ja, stimmt. Fall Guys ist tot. Plus eins. Ihr könnt das nicht mehr mit früher vergleichen. Früher war das tausendmal geiler. Ja, sowieso. Und das Traurige ist, dass viele von euch so jung sind und es gar nicht checken, wie krass das früher war, Chat. Man kann nicht checken, muss man selber sehen. Ja, man sieht ungelogen, Chat. Ich sag euch mal eine Zahl. Du konntest Call of Duty, und das ist nicht übertrieben, du konntest das Spiel 12, 13, 14, 15 Stunden am Tag
Tag spielen, also hintereinander sozusagen. Das hat so gebockt, man wollte immer unbedingt eine neue Lobby suchen und du konntest das wirklich durchspielen. Es gibt momentan kein Spiel, was du so, wo du sagst, so nach 3 Stunden, boah, Digga, okay, jetzt habe ich langsam genug, Digga, bei Call of Duty. Da wolltest du, musstest du dir schon irgendwelche Ausreden einfallen lassen, damit du morgens zur Schule gehen musst, irgendwelche Krankheiten gegoogelt, dass du zu deiner Mutter rennst und sagst, ja, ich kann nicht. Ja, das geht ja heute. Ich habe 2 Wochen am Stück geschwänzt, immer wenn meine Eltern arbeiten gegangen sind, bin ich wieder hochgegangen. Freunde, 2 Wochen. Diese Weihnachtsferien immer, da wurden Sachen gemacht, teilweise, weil es draußen arschkalt war, weil man war zu jung, um irgendwie feiern gehen zu können. Du konntest wirklich nur zocken und wir hatten damals das Glück, dass wir Spiele hatten, die uns so gecarried haben. Hilfe, Digga, was ich mit 15, 14 so gemacht habe, alter Schwede. Wie, Mann? Machst du jetzt einen auf Tokio Hotel oder was? Wenn ich auf einmal so mache. Früher war so nicht mehr. Kann der Lehrer auch nicht sagen, na scheiß drauf, Digga, ich geh zurück. Dann hast du halt einfach verweichlichte Lehrer. Nazarut 96 mit 51 Euro. Kuss. Kuss. Nein, hör zu, ich gebe dir ein bisschen Nachricht. Ja, richtig, Justin Bieber Frisur von damals. Ja, ich schwöre. Aber das Babyzeit. Versprechen wir, ja gut. Du heute kramt er, FIFA ist das Spiel. Früher. Also meine persönliche Auffassung ist FIFA das Spiel, was du momentan am meisten zocken kannst, ohne dass du Kopfschmerz, also sozusagen. FIFA. Ja, ein anderes Spiel, aber es gibt halt, alle Spiele sind scheiße. Warzone ist nicht so cool, finde ich. Call of Duty kannst du... 30 Stunden streamen, ich habe gefühlt 20 Stunden Fortnite gestreamt, eine Stunde. Ja, ich fühle Fortnite halt nicht so, ne? Ich fühle Fortnite nicht so, Chat. Fortnite 0-7, Freunde, Fortnite Season 0-7 war auch so ein Spiel, was du so lange zocken konntest. Aber es gibt momentan kein Spiel, was so ist. Ich denke, dass GTA das nächste sein wird. Aber Dings, sei mal ehrlich, Fall Guys war das perfekte Überbrückungsspiel. So Fall Guys war ein richtig geiles Überbrückungsspiel. Ja. Ja. Die gut rausgesagt, aber dann hätten die den Hype irgendwie halten müssen. Ja, das war schwer. Die sind jetzt einfach tot. Da kam FIFA raus. Ja, Mann. Ja. Früher, Tommy, war Fortnite. Das kannst du gar nicht mit jetzt vergleichen. Ja, ja, plus eins. Guck mal, wenn du jetzt Fortnite spielst, alle deine Freunde spielen Fortnite. Du triffst nur Deutsche, wenn, oder fast nur Deutsche, wenn du online spielst. Aber früher, Digga, früher als zu Zeiten von MW2, MW3, da war das noch ein Highlight. Ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte, Tommy. Du weißt ja, wo Oma und Opa wohnen, ne? Mhm. Da bin ich damals spazieren gegangen. Und ich bin an einem Fenster vorbeigegangen von der Wohnung. Und ich habe reingeguckt, also ich konnte reingucken. Und auf seinem Fernseher habe ich das Bild gesehen von dem Spiel MW3, was ich auch gerade gespielt habe. Und ich habe mich da so drüber gefreut, dass auch einer, der das Spiel gerade am Zocken ist, in meiner Nähe wohnt. Und ich war wirklich kurz davor, bei ihm zu klingeln und ihn zu fragen, ob wir zusammen zocken wollen. Stell dir mal vor, Digga. Yo, hi, was gibt's? Hätte der mal das lieber gemacht? Nichts, hab gesehen, du spielst MW3. Wollen wir zusammen spielen nachher? Jo, können wir machen. Das ist wild. Das ist nice. Dein Licht, Digga! Sag mal! Ich geb dir hier gerade Nachhilfe! Also hol den Zettel raus und schreib jetzt alles auf! Digga, die studiert. Na, scheiß drauf, Digga. Der Junge ist so verzogen, Alter. Warum jetzt schon wieder? Ich meine jemanden im Stream. Hast du gerade das Ringspiel gemacht mit dem Arm? Hast du gerade das Spiel gemacht, der hier mehr Platz hat? Nein. Du hast gerade gedreht. Du hast gerade gedreht. Ich hab den hier gemacht. Beim Flugzeug gemacht. Das ist aber gemacht. Nicht dein Biene, Mann. Mann dafür gekommen. 7 Manu mit 3 oder weil bist du bereit beim nächsten Eligela. Oh, jetzt. Cup durchzustarten. Eligela. Der Hund hat, Digga, der hat da ganz schön viele Views, Alter. Ach so. Der hat gestern gestreamt, hat 60.000 Views gehabt, der löst mich bald vom Thron ab. Hat er 75.000? Ja, hat er in seiner... Mit so einer untalentierten Scheiße schafft er 75.000. Ja, was für untalentierte Scheiße. Digga, der hat so ein Wärmekissen, so auf dem Döss. Das ist kein Wärmekissen. Was ist das? Ich krieg einen zugesendet. Was? Ich krieg einen zugesendet. Kriegst du nicht? Tommy, lügt nicht. Doch, er hat mir geschrieben, ich hab gesagt. Kriegt die so, wie ich die Elevate-Shirts. Ah, geil. Doch, er hat mir geschrieben, ne? Er hat mich gefragt vor einer Woche, ob er ein Elevate-Nackenkissen bekommt. Mensch, ja. Richtiger Freund, Beef mit Monte, ja. Ach so. Sag was zurück. Irgendwas kurz. Also, ich muss sagen, kennst du dann... Boah, das wäre so ein... Sag kurz Arschloch oder so. Nein, Digga, ich hab Angst nicht, dass er dann irgendwas... Was reicht er nicht?
Illy, was Play stellt dich da unten? Hab ich gehört. Ich glaube, Freunde, wenn ihr einen Shitstorm gegen Monte habt, dann könnt ihr direkt euren YouTube-Kanal löschen. Momentan. Ganz schlimm. Momentan, sagst du. Ja, wenn er jetzt, Digga, stell dir vor, er macht jetzt ein Video. Also ich glaube, jeden Streamer, den er so einigermaßen so angemacht hat, Digga, der war halt im Arsch, ne? Außer Tanzverbot. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Hä? Nochmal. Keine Ahnung. Hat er doch von der Reichweite profitiert damals, Tanzverbot oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Wieso war das? Ich weiß auch schon lange her. Und nicht auf den Kopf. Ja, aber er ist anders. Er ist Wrestlinger. Sehr gut. Nur Spaß natürlich. Sei ihm gegönnt. Mr. Unforgiven mit 5 Euro ab, dein Rocket League. Aber er hat nicht die Frage beantwortet, ob er beim nächsten Edigella Cup dabei ist. Ich hätte die Banger-Idee. Digga, ich habe, hör mir zu, Sidney. Beim ersten Edigella Cup, ich habe ihn auf seinen Kanal geschrieben. Da hat er nicht geantwortet. Dann meinte ich zu Sidney. Eine Banger-Idee für ein Turnier. Ja, okay, gleich. Dann meinte ich zu Sidney. Sidney, du hast Kontakt zu Monte. Schreib Monte an, frag ihn. Sidney hat geschrieben, er hat irgendwie einen Tag nicht geantwortet. Dann war das zu peinlich. Und dann haben wir zurückgezogen, das Ding. Weil das sonst zu peinlich wäre. Hat er nicht gelesen, aber? Ich glaube nicht, ne. Und dann hat Medi war auch im Bracket dabei, da meinte ich zu Medi, wenn du willst, kannst du Monte fragen, ob er Bock hat. Dann meinte Medi zu mir, ja, weiß er, kann er machen und so, aber er denkt eher nicht oder so, dass Monte bei sowas dabei ist. Meinte ich, ja, okay, also für mich war die Sache dann gegessen. Digga, dann Monte irgendwann im Stream gesagt, ja, er hat es mitbekommen mit dem ersten mit dem Edi Geller Cup von Trimax oder so, also wo Trimax und so dabei waren. Und lustig aus, wäre gerne dabei gewesen. Sah ganz lustig aus und hätte da wahrscheinlich mitgemacht. Oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung, was es genau war. Dick, als ich das gehört habe, wollte ich mich wirklich erschießen gehen. Eli Banger Idee. Das war nicht zu spät. Ja. Vielleicht beim zweiten Mal. Ein Noob und ein Content Creator. So, Erne und Trimax. Das habe ich doch schon auf dem Schirm. Sydney und Monte, was denn? Willi und Solution, was denn? Das habe ich doch auf dem Schirm, großartig. Das soll ja das nächstgrößere Ding werden. Ach ja, das nächste große Ding ist so ein Content Creator, sowas wie Erne zum Beispiel. Also, na okay, mit wem soll Erne spielen? Erne ist ja beides, ohne Sinn. Nein. Aber Erne wäre dann zum Beispiel mit Trimax. Du meinst Content Creator und Pro oder was? Oder Content Creator und Noob? Was willst du denn? Ach, du meinst Content Creator und Noob? Ja. Ach so, also wer... Du kannst ja auch Content Creator sein. Content Creator. Ja, ja. Sascha und Payne. Was denn? Sascha und Payne? Nicht viele Teams, so, wo ein Content Creator ist Elite 1 Spieler, circa. Und die anderen sind halt Gold 2 oder 3. Aber so viele Teams kann es ja dann nicht geben, glaube ich. 10? Ach so. 10? 10 Teams, Digga. Wo soll ich denn eine einigermaßen vernünftige... Einfach alle vom Noob Cup, Trimax und Tabak. Tabak auch Elite 1. Ja. Und dann? Achso. Broski. Nein, Broski kann ich vielleicht nicht. Pro und Noob wäre einfacher. Ja. Aber wer dann da, ja. Aber nicht vergessen, Jungs, ich bin auch E-Sportler. Ja, René ist E-Sportler. Ich bin E-Sportler. Video gefeiert. Danke, Digga. Das ist auch gut angekommen. Seit du streamst, hast du dich verändert ins Negative. Dankeschön. Du bist. Achso. Für jeden machst du Werbung auf Insta, Minster, folg dem mal, aber du hast noch nie einen Post gemacht, folg mal meinem Cousin Monte. Doch, habe ich schon. Nein, habe ich noch nie gesehen. Doch. Wann? Damals. Tommy ist jetzt Montes Neffe, oder? Digga, hat dir jemand ins Gehirn geschissen? Mann, was laberst du? Das ist ein Cousin. Wenn du eine Tante hast, dann sagt sie, du bist ihr Neffe. Alles gut, Jungs. Auf Insta, als du 2 Follower hattest, oder was? Nee, als ich 1000 irgendwas. Also ich hab gesagt, morgen gibt's einen Stream mit. Hab ich das noch drin? Das hab ich gesehen, das hast du gepostet. Das mit @MontanaBlack, hab dich verlinkt, hab gesagt. Geht mal deswegen alle hatte ich an dem Tag so viele Zuschauer. Ja. Oha, Digga, korrekt, Brofist. Nice. Ich habe mich schon gewundert, ich hatte tausende Zuschauer. Die kamen alle von dir? Ja. Heftig. Ich habe 6000 Follower. Ja, läuft bei dir, Bruder. Guck mal deine weibliche Quote. Lass mich mal kurz gucken. Guck. Ja, ich habe es gesehen auch schon, als du es gepostet hast. Was? Aber kein illegaler Cup geguckt. Scheiß Knecht. Hat Elias dich als scheiß Knecht beleidigt? Ja. Geh mal her, Sprachnachricht. Sag mal, du Pflaumenpflücker, hast du meinen Cousin als Scheißknecht beleidigt, oder was? Ich kann ja mal vorbeikommen und dir zeigen, wie ein Scheißknecht aussieht. Ich glaube, er dachte, das war... Vor allem, wie er lacht, wie Tommy lacht, Digga. Vor allem, Situation war so, ich war so mit meiner Freundin, ich denke so, ja, okay, Sprachnachricht von Tommy, hör ich mir mal an. Digga, ich war so voll schockiert, weil ich dachte erstmal, Digga, ich hab mich mit der Stimmlage... Ich freue mich, der mir nichts dabei, Digga. Krieg ich die Sprachnachricht? Ich dachte, wo bin ich denn hier? Sag mal, du Pflaumenpflücker, hast du meinen Cousin als Scheißknecht beleidigt, oder was? Ich kann ja mal vorbeikommen und dir zeigen, wie ein Scheißknecht aussieht. Dann habe ich den DJ gesendet. Tommy, ganz schnell einfach mal in den Account da rein
und dann einfach mal bei der FC-Kreditkarte ein paar Karten abstoßen, was denn? Einfach mal erneut auf die Reise checken und sagen, du weißt von nichts. Du weißt von nichts. Besser ist, wie es abgeben. Einfach mal abgeben, den Mann. Einfach mal abwickeln, das Geschäft. Was denn? Schnell raus da aus FC-Kreditkarte. So. Von folgendem Plan. Ich gehe jetzt kurz nach oben, mache uns für uns Fett Sandwich Toast und ein kaltes Glas Milch. Du zockst in der Zeit ein bisschen Fortnite, aber hör jetzt ganz genau zu, guck mich an. Da keine Werbung. Verstellt, Digga. Ja. Keine Steuerung verstellt. Ja. Okay? Ich habe eben schon, also eben habe ich. Brain AFK? Die Leute sehen das nicht, Digga. Das war auf 16. Ach so. Soll ich das zurück auf 16 stellen? Nee, das kannst du so lassen. Also hast du eben, du hast einfach was verstellt, ohne mich zu fragen. Ja, ich schwöre, ich wollte. Ach so. Du spürst, aber dein Schwören kann ich dir nicht abkaufen, weil es gelogen ist. Also ich wollte nicht, dass ich. Nee, wir zocken keinen, wir bewarten jetzt, Digga. Das ist schon wieder Enttäuschung, sag ich dir so, wie es ist. Ich mach's so. Nee, darum geht's nicht, Digga. Scheiß drauf. Ja, aber trotzdem. Scheiß drauf. Ich find's voll gut, wie Motte seine ganze Familie da reinholt. Inwiefern war er? Der ist einfach frech. Du hast ja auch Süßigkeiten gegessen. Ich riech das. Ich habe von Nina das mal probiert. Ein Ding. Ich finde es voll gut, wie er seine ganze Familie da reinholt. Ja. Ich weiß nicht was. Digga, wenn ich mein Vater war, würde ich so hier on-stream erstmal zusammentreten. Ist cool. Und dann bei Bannen da, ja. Kugeln, wo so diese Punkte drauf. Hast du schon mal ein Video mit deinen, weiß ich, irgendjemand Bekannten von dir gemacht? Ernie? Ich? Ja. Mein Vater war mal im Video zu sehen bei mir. Okay. Aber damals beim Pack-Opening von 5 Jahren oder so an Weihnachten hat der Pack aufgemacht. Ach so. Hat mich dann abgezogen dabei. Ich hab gesagt, boah, was ist Aaron Lennon gezogen? Er meint, na und? Ach so. Oma war schon oft, ja, aber ich sag ja generell. Ernie's Vater war bei Supertalent. Ja, ja, hat Opa gesagt. Wirklich? Ja. Hä, wie ist cool. Ist er weitergekommen? Ist er weiter? Der da erzählt hat, diese ganzen Knebelverträge da und so, ist schon hart. Ist er weiter? Ja, der kam der kam nicht weiter. Der 2 Ja's bekommen, ein Nein und dann kommst du auf so eine Liste und dann suchen die nach und nach Leute raus, die dann nochmal hingehen dürfen, aber da war der nicht mit dabei. Weißt du, wie das da ist? Das werden manche von RTL gestellt? Ja, ja, da werden manche bezahlt, dass die da hinkommen und so dumm tun, dass die. Ehrlich? Ach so, ja, wirklich? Ja, ja. Krass. Ich hab dich mal gefragt, auch bei DSDS und so. Ja, Digga, bei DSDS, ja. Was da teilweise, das muss ja, die müssen ja einen kompletten Dachschaden haben. Die wollten aber meinen Vater das so rüberbringen. Mein Vater war ja Schuh- und Schlüsseldienst, also dass der hat da die Schuhe repariert, Schlüssel nachgemacht und so. Und dann wollten den so vom Schuhmacher zum Opernsänger machen. So der arme Schuhmacher, der dann auf einmal zum Opernstar wird und so. Weißt du, so die Story. Wow. Ah, okay. Okay. Sid hat Ernie studiert. Oh, so, okay, ja. Omi soll den Gruß von Opi mitnehmen. Ja, Opa fühlt sich immer gegrüßt. Der chillt zu Hause auf der Couch. Der steht zu Hause auf der Couch mit seinem Peso-T-Shirt. Als ich das in der Story gesehen habe, er chillt einfach mit einem Peso-T-Shirt. Aber die Frage wäre dann, darf ich die trinken? Ja, kannst du die aufmachen. Nicht, dass wir die aufmachen, darf ich. Also, Bruder, das müssen wir aber noch lernen. Hier, ja, wunderschön, ne? Beruhigt auch, ne? Beruhigt auch. Junge, wisst ihr, was auch beruhigt, Chat? Ihr müsst euch einen Sternenprojektor holen. Das ist Hast du angebaut jetzt? Ja, das ist super. Hatte ich auch in meiner Insta-Story. Freunde, das ist so geil, ein Sternenprojektor. Ist so ja, man kann die Farbe nicht ändern, voll abfahren. Ja, bei meinem kann man die Farbe nicht ändern. Aber es gibt welche, die die Farbe ändern. Ja, ja. Aber das ist ja eine coole Farbe, dieses Blau. So. Ja, aber so lila wäre noch geiler. Oder so pink. Also so ein dunkles... Irgendwie so rot mit, wissen was ich meine, das ist geil. Und hat sowieso den besten Sternenhimmel, der ist ja auch echt. Hab eine, die kostet 30 Euro bei Amazon. Ja, ich will mir, glaube ich, noch eine. Ja, auf jeden Fall, ja. Noch einen. Und du entdeckst immer wieder was Neues. Okay. Mykonos-Vlog jetzt. Wir haben noch nie auf unseren Mykonos-Vlog reagiert, ne? Everything has changed. Every day.